Hallo und guten Tag, Freunde der NRW bei 18 hier. Ich begrüße euch. Nächster Teil Grammatter, nächstes Problem. Und wir sind immer noch die kleine Sam. Wir haben immer noch dieses kleine Puzzle-Rätsel. Und wie auch bei OMSI 2 habe ich euch es dort schon gesagt, sage ich es auch hier nochmal. Sorry, dass jetzt so lange nichts mehr kam. Der Grund war, Ömi Pömi macht Probleme und sie ist jetzt ins Krankenhaus gekommen und so weiter und so weiter. Ob es jetzt das bekannte Auf und Nieder immer wieder vor dem großen Ende ist, ich weiß es nicht. Ich hoffe es jedenfalls nicht, aber das ist also der Grund, warum jetzt einige Zeit nichts kam, aber in der Zwischenzeit habt ihr wirklich viel, viel, viel gemacht. Das muss ich sagen, vielen lieben Dank. Jemand hat mir auch etwas geschrieben, hat mich sagen wir mal, auf den rechten Weg gewiesen. Und zwar geht es um dieses wunderschöne Rätsel hier, was wir, knarzt ein bisschen, was wir ja schon im, zweiten Kapitel oder ersten Kapitel, ich weiß nicht mehr welches das war, schon mal hatten. Und da müssen wir ganz einfach, Buchstaben aus Wörtern zusammensetzen, plus T, plus AD, plus WS und Schaf, Reis und so weiter, tralala. Wenn man das dann alles richtig macht, kommen da drei Wörter raus. Und da sind wir tatsächlich sogar richtig, denn wir müssen zur Christchurch. Und zwar, wir müssen zur Christchurch Meadows. Jetzt hoffe ich, dass ich das richtig ausgesprochen habe. Meadows. Wie auch immer, ich hasse Englisch. Und zwar hat er mir gesagt, es ist eigentlich relativ einfach, wenn man es weiß und wenn man dahinter gestiegen ist. Aber auch selbst jetzt, wo ich es weiß, was da rauskommt, ist es irgendwie für mich immer noch ein großes Fragezeichen. Also fangen wir an. Bei Schaf haben wir einmal das CH aus Cheap. Dann haben wir Reis, haben wir das RIS, beziehungsweise aus Schaf das CH, so rum eher gesagt. Und dann das T haben wir Christ. Dann haben wir hier einen Schuh, da haben wir die 1 und die 5, plus den Frosch, die 1, 3 und 4, ergibt ein CHU plus ein RCH, ergibt Church. Und das hier unten soll eine Melone sein. Und da haben wir die Melone, 5 und die 6, dann haben wir die 3, das ist das AD, plus WS, letztendlich ergibt dann dieses Meadows. Boah, wie auch immer. Und das ist also das Rätsels Lösung. Vielen lieben Dank. Ich glaube, ohne diese kleine Hilfestellung weiß ich nicht, wie lange ich jetzt hier noch gebraucht hätte. Aber wie gesagt, an dieser Stelle vielen lieben Dank. Ich muss also zur Christchurch. Und da denke ich mal, dass ich hier hinten richtig liege. Jetzt ist natürlich dann nur noch die Frage, das ist der Hinweis. Aber was gibt es hier jetzt? Da sitzt einer, okay. Und das vereinfacht die Sache natürlich. Hey Charles, was machst du denn hier? Lernst du? Ja, wie man bestimmten Leuten aus dem Weg geht. Leuten wie Helena? Ja. Keine Sorge, deine geheime Zufluchtsstätte bleibt unter uns. Danke, Sam. Was, das war's? Charles? Ja? Wie verwundert sie jetzt tut. Du hast gesagt, dass du Dr. Stiles vor dem Experiment nicht gekannt hast. Ja. Dann würde ich gerne wissen, warum du ein Exemplar der Scientific American mit seinem Artikel hast. Hä? Meine Mutter hat mir die Zeitschrift geschickt, nachdem ich ihr von Dr. Stiles erzählt hatte. Meine Güte. Klar, deine Mom, verstehe. Woher weißt du das mit dem Artikel überhaupt? Ich habe ihn nie erwähnt. Muss mir irgendjemand erzählt haben. War es Helena? Hat sie bei mir herumgeschnüffelt? Wahrscheinlich war sie es, ja. Boah, ist das ein Biest. Sei ehrlich. Helena hat gar kein Interesse an dir, wenn niemand von uns dabei ist, oder? Doch, hat sie. Tja, wahrscheinlich tut sie nur so. Nein, glaub mir, sie will mich wirklich haben. Ich weiß das, weil mir jedes Mal, wenn sie in der Nähe ist, der kalte Schweiß ausbricht. Du gehörst zu den wenigen Frauen, bei denen das nicht so ist. Ich glaube, es liegt daran, dass du mich nicht als Objekt siehst. Oh doch, ich sehe dich als Objekt, Charles. Aber halt eher als ein großes, knuffiges, zu Boyband-mäßiges Objekt. Das geht auch. Was hältst du eigentlich von Zauberei? Du meinst so wie bei Mystery-Serien im Fernsehen? Nicht ganz. Du kennst doch bestimmt jemanden, der Zaubertricks drauf hat, oder? Mein Großonkel hat immer Münzen hinter meinem Ohr hervorgezaubert. Aber dann hat er sie mir nie gegeben. Gehört das nicht dazu?
Ich meine, warum der Trick mit der Münze und den Kinderohren, wenn man sie dann selbst einsteckt? Ja, echt übel. Hör zu, in Oxford gibt es doch bestimmt Leute, die zaubern können. Kennst du jemand? Was? Hier? Lassen wir das Thema. Warum hat sie das überhaupt gefragt? Ich habe gehört, du hast einen Bruder. Muss cool sein, Geschwister zu haben. Wer, ich? Nein, ich bin ein Einzelkind. Echt? Ich hätte schwören können, dass irgendjemand meinte, deinen jüngeren Bruder getroffen zu haben. Eher so der pummelige Typ. Nein, da sind nur meine Mutter und ich. Ich verstehe. Blumenbeet. Na super. Klasse. Das heißt, wir müssen uns jetzt hier umgucken, ja? Ah, wahrscheinlich muss ich jetzt hier wieder irgendwas auf Seite biegen, weil ich weiß nämlich, dass wo wir damals hier waren, ich nämlich hier auch irgendwas gesehen Nichts Besonderes. Hatte. Was habe ich hier? Blumen. Nichts Interessantes. Sieht wie ein ganz normales Blumenbeet aus. Okay. Da. Da sind sie doch. Beziehungsweise, das sind, glaube ich, nicht die Blumen, das ist der Ausgang. Auf der anderen Seite der Mauer ist eine Wiese. Vielleicht sollte ich mich dort mal umsehen. Ah. Schön, wenn es vorangeht. Das Rätsel besagt, sucht zuletzt den heißen Vasen. Weißen Hasen? Ich habe das dumpfe Gefühl, dass ich, wenn, dann hier irgendwo im hohen Gras fündig werde. Och nee. Was ist denn das jetzt? Ach so, das A. Das ist da, wo wir langlaufen, okay. Ach du liebe Zeit. Hä? Na. Bushaltestelle. Ganz toll. Hey, wo ist denn jetzt meine Lupe hin? Haha, hallo. Oh. Nein, weg, Mann. Wieso komme ich denn jetzt hier auf einmal nur wieder zurück zur Bushaltestelle? Was soll denn der Kack? Was ist da? Ne. Ja, und vor allen Dingen, wo war meine Lupe auf einmal? Das Rätsel besagt, ja. Sucht zuletzt den... Ich habe das dumm... So, es ist natürlich die Frage. Geil, auch schwarze Flecken da. Inwiefern funktioniert das jetzt hier? Muss ich jetzt die Stelle treffen und dann hier oben reinklicken? Aber schön gezeichnet auf jeden Fall. Ja, das, nein. Moment. Geh mal zurück. Was war das? Da. Hä? Da ist etwas. Das Loch ist aber nicht zu übersehen, Sam. Also, Kaninchenbau. Jetzt bin ich schon so weit gekommen. Das bisschen Schmutz wird mich schon nicht umbringen. Die wird doch wohl jetzt nicht da kopfüber rein. Doch, sie wird. Sie, was? Ein weißer Hase. Was geht denn jetzt hier ab? Laut dem Rätsel soll ich des Reimers Namen eingeben. Wer ist damit gemeint? Des Reimers Namen. Hallo, Inventar. Habe ich nicht. Des Reimers Namen. Super. Laut dem Rätsel. Das kann so nicht stimmen. Ganz toll. Dazu müsste ich jetzt erstmal den Reimers Namen wissen und dann müsste ich den hier über die Tastatur, hier, wir sehen ja die Buchstaben, SMS-mäßig eingeben. Super. Ja, Sam? Des Reimers Namen.
Im Oktober 2002 war Helena in London. Achso, nee, das war das, ja. Zaubertinte, magische Laterne, Schlüssel zum Turm. Was haben wir denn hier? Warum hat das jetzt geblinkt? Chris, ach, da unten. Okay. Guck mal, da gibt's sogar extra. Nicht schlecht. Mephistopheles hat sie mir geschenkt. Man stellt ein Bild hinein und dann wird es nach außen projiziert. Tja. Das ist jetzt... Warte mal. Finde... Ruhe! Blödes Telefon. In Alice Littles Nadel Dodo Buxon zerbrach ein... Folge ihren besten... Ficken. Klicken! Such zuletzt den... Suche zuletzt den weißen Hasen und gib ein des Reimers Namen. Okay, also kommt es hier von... Aber von wem ist... Das Rätsel Alle Wirrlos C aus dem Black Wand. Aus dem Black Wand. Warte mal. Waldemar. Da mal hin. Wo habe ich jetzt den Ausweis? Da. Typ. Natürlich. So, und Computer Terminals, bist du bla bla bla. Der Papierschredder, der muss auch noch für irgendwas nützlich sein. Sie gibt jedes Mal David Styles ein. Ja, super. Ich will aber was anderes eingeben. Nein, das will ich nicht. Der Papierschredder, für was kann ich den noch gebrauchen? Ich weiß es nicht. Papierstapel? Wo habe ich dieses Teil her hier nochmal? Alle wir los. Oh, ein Stapel leerer Blätter. Im Moment brauche ich kein Papier, aber gut zu wissen, dass man in Oxford nicht an Bürozubehör spart. Zentrum von Oxford, da nochmal hin. Ja, komm. Nochmal in den Zaubererladen. Vielleicht habe ich da irgendwo vielleicht was übersehen. Des Reimers Namen. Das ist schon ein wenig... Ah ne, warte mal. Wir hatten doch auch hier einen Laden, wo wir drin waren. Ich glaube, von da war das sogar. Wo... Nee, hier nicht. Ich glaube, jetzt hier auf der rechten Seite, dieser Alice-Laden. Oder was war das nochmal für ein Laden? Doch, siehst du, Alice Laden. Ha! Kann ich mich doch noch gut dran erinnern. Ist zwar schon ein bisschen her, aber noch ein Köpfchen drin. So, jetzt müssen wir gucken. Kaninchenmaske. Diese Kaninchenmaske ist ja nicht so der Knaller. Nee, warte mal, was ist denn hier mit den Informationstafeln? Hier irgendwo muss es einen Hinweis geben. Ach, Leute. Auf der Postkarte steht, dass Alice Langer Hals in Alice im Wunderland auf die Feuerböcke im Speisesaal des Christchurch College zurückgeht. Naja. Dodos. Ich erinnere mich noch daran, dass diese Vogelart in Alice im Wunderland vorkommt. Aber was hat das mit Oxford zu tun? Was das war, ist nur die zwei? Verkäuferin, Grinsekatze. Diverse Artikel.
Och Mann. Dieser weiße Hase. Die haben hier wirklich gute Sachen. Aber ich habe gelernt, dass man sich auf Reisen mit Einkäufen zurückhalten sollte. Ach so, Smile, ja. Das hatten wir schon. Moment, das nochmal. Ach, das war das mit dem... Ja, ja. The Perfect Face. That perfect face whose smile to own. Hm. Smile? Wohl, weil der Typ so merkwürdig grinst. Hm. Hier, was wollte sie hier noch zu sagen? Die Grinsekatze hat mir schon alles gegeben, was ich brauche. Ja, gut, das, wenn das so ist, die Verkäuferin vielleicht nochmal? Sie ist mir keine große Hilfe. Hm, super. Diese Kaninchenmaske ist ja nicht so der Knaller. Irgendwas übersehe ich hier. Postkartenstände. Wollen wir mal Postkartenstände, Informationstafel? Ach, das ist es also. Es gibt hier in der Gegend Plätze, die etwas mit Alice im Wunderland zu tun haben. Bestimmt gehören sie zum Rätsel dazu. Aha. Und das ist alles? Charles... Ach, du liebe Zeit, da kann doch kein Mensch lesen. Muss ich näher kommen. Charles Dockson, better known by his pen name of... Of... Warte mal, hier! Charles Dockson, better known... besser bekannt by his pen name. Bei seinem Spitznamen... Lewis Carroll was a student and then a don of... Boah, kann doch gar nicht lesen. Hier, Lewis Carroll. Moment, das will ich sofort ausprobieren. Lewis, Moment, ich habe es mir aufgeschrieben. Dann wo muss ich dahin? So, geht sie jetzt sofort dahin? Nein, natürlich nicht. Kaninchenbau. Der total kleine unscheinbare. Rin. Ein weißer Hase? Ja, das wissen wir. So. Muss ich jetzt hier einmal drücken, damit ich L habe, oder muss ich tatsächlich dreimal drücken? Ich versuch's erstmal einmal. Tatsächlich. Nur einmal drücken. Ha! Ich hab's! Oh. Meine alle wirrlos C-Münze. Auf dieser hier sind andere Wahrzeichen von London. Na super. Buckingham Palace. Schick. Und was bringt es uns nun? Nichts. Super. Ey, der ganze Aufwand nur... Ah, aber ich bin hier fertig. Nur für die Münze? Was sagt jetzt unser... Alle wir los C. 80. Naja, viel habe ich jetzt ja nicht. Vielleicht können wir mit Charles nochmal reden? Nee, ich kann ihn mir angucken. Ich wüsste im Moment... Naja. Ach, da geht's auch dahin. Okay. Ist das denn dasselbe? Oder ist das... Ja, denke ich mal, ne? Ja, es ist dasselbe. Och, Mann. Ach, das ist doch jetzt wieder zum Mäusemelken. Na, wir haben echt nichts. Nichts, gar nichts fast. Tja. Was könnte mir jetzt noch weiterbringen? Bei der Laufbahn gibt's nichts. St. Edmund Hall. Nee, da gibt's auch nichts Neues. Da will sie nicht rein.
Na, hier geändert hat sich auch nichts. Was ist nochmal mit der Bibliothek? Kann ich hier irgendwas abstauben? Da sitzt jemand. Harvey. Harvey Kinderman. Wird Zeit, dass er mir mal Rede und Antwort steht. Okay. Ja, gut. Oh, Gott sei Dank. Wir haben doch einen Punkt gefunden, weil das hasse ich in diesem Spiel, dass man dann auf einmal an einen Punkt kommt, wo man echt nicht mehr weiter weiß. Und dann steht man hier mit seinem Latein. Das ist echt so ein bisschen blöd. Aber ich glaube, bevor ich jetzt in ein endloses Gespräch mit ihm hier jetzt mich vertiefen werde, werde ich hier Schluss machen und dann sehen wir uns im nächsten Teil wieder. Gleich geht's weiter. NRW bei 18. Adieu.